So, Moment. Das ist seltsam. Bei uns macht man die Dashcam immer außerhalb vom Auto weg. Wenn man ausfindet. Und jetzt fahren wir wohin? Zum Schnorcheln und so. Aha. Bevor ich vergesse, ich muss die dann hier dann verschenken. Ja? Die sind Zahrung, ja? Okay. Ja. Wenn es da ein bisschen nass drin ist, ja, das ist so wie Flüssigkeit, damit die Farbe nicht verbläst. Ja. Jeder kriegt so einen Zahrung. Ah, ja? Vielen Dank. So, eins für Ingrid, für Bastian, für dich. Ja? Vielen Dank. Danke. Ja. Packen die erstmal hier hin, okay? Ja, pack das dahinter hier. Mach das hier. Vielleicht. Bitte, ja? Wie du denkst. Ja, okay. Ist es okay? Ist es nicht zu eng? Ja? Nee, es ist nicht zu eng, ja. Wir sehen dann. So, wir machen heute wir haben heute einen entspannten Tag, also von Ausflug irgendwie, dass wir dann einfach nur zum Strand hin, schnorcheln, schwimmen, ja. Vielleicht haben wir Glück, so eine Schildkröte zu sehen, ja. Ja, das ist gut, ja. Okay, wir können jetzt losfahren, ne? Ja. Gut, ja. Yeah. Ich musste bloß heute Morgen feststellen, dass ich meine Schnorchel, mein Equipment, habe ich im letzten Hotel liegen lassen. Ach so, in Gili? Ja. Na, es ist in Ordnung, wir haben auch schon die Ausrüstung da auf meinem Boot. Wir werden das auch zur Verfügung stellen, ja. Vielen Dank. Kein Problem, ja. Ja, es war schon eine kurze Krise bei uns. Mhm. Ah ja. Noch ganz deprimiert. So, ich mache so YouTube-Kanal sowas, ja. Ja. Ob ich dann so jetzt aufnehmen darf, ja. Also unsere Fahrt, oder? Ja. Geht es, ne? Wenn das schwierig ist, ja, dann werde ich die Gesichter einfach mal ausblenden. Ja. Ja. So. Hoffentlich ist wieder so ein schönes Wetter heute, dass wir dann auch schon den Tag auch genießen können. Ja. Die Fahrt geht ja nach Süden. Ja. So, da ist ein bisschen mehr. Ja. Dann werden wir circa auch wie gestern brauchen, so circa 2 Stunden. Ja. Mhm. Dann vielleicht habt ihr auch schon diese Landzunge von Lombok vom Strand gesehen. Ja. Habt ihr auch schon ein bisschen geschaut, ist Richtung Strand oder Richtung Meer. Links, ja, Richtung Bali, da sieht man die Landzunge, ja. Also ein bisschen Insel da hinten, ja. Das gehört zu Lombok und wir werden hinfahren, ja. So, das ist ja schon ziemlich abgelegen, aber es ist eine wunderschöne Ecke, dass man auch dort den Tag am Strand auch genießen kann. Besonders die Strände sind ja wunderschön, ja. Und auch schöne Korallen, da sieht man ja auch die blauen Korallen, ja. Und, aber natürlich landschaftlich ist auch die Strecke auch schön, ja, also dass wir dann auch schon Berglandschaften haben werden, ja, also da im Süden ist auch schon die Insel ein bisschen bergig, ja, also viele Berge, ja. Und ja, dann ist es dann schon eine wunderschöne Ecke auch, ja, besonders auch schon die Weißsandstrände, ja. Wir werden dann durch die Stadt fahren, ja. Die Stadt Mataram ist dann halt eine kleine Stadt, so im Vergleich jetzt mit anderen Städten Indonesiens, wie Jakarta zum Beispiel, ja. Ist eine kleine Stadt, ja. Ist Mataram eine kleine Stadt, ja. Mit circa 30.000 Einwohnern, ja. Aber dann bei uns hier, Jakarta, eine große Stadt hat schon Millionen Einwohner. Wie zum Beispiel Jakarta, so 13 Millionen. 13 Millionen Einwohner. Oder Surabaya. Ups.
Surabaya zum Beispiel. Genau. Ja. Surabaya ist eine große Stadt, auch schon etwa so viel, 10 Millionen ja, Einwohner. Ja. Und wir sind jetzt kurz vor Senggigi, ja, also diese Ecke entwickelt sich dann gerade beim Tourismus, sage ich mal, dass hier auch schon Hotels sind oder werden auch schon neue Hotels aufgebaut. Ja. In der Nähe von dem Holiday Resort ist auch schon ein Hotel da gerade im Bau, ja, auf dem Berg, ja, noch nicht so fertig. Ja. Ja, und dann erwartet man auch schon mehr Tourismus, ja, bei uns auf Lombok. Ja. Da ist auch schon ein schönes Hotel da oben auf dem Berg. Ja. Hat es gestern auch schon abends ein bisschen geregnet, ja, nochmal? Nein? Nein, es war schon trocken. Okay. Wir sind dann noch zu dem kleinen Restaurant. Habt ihr gefunden? Ja. War offen? Ja. Und? War gut. Ja, gut. Ja, sehr freundlich alle. Was habt ihr gegessen dort? Ja? Ein bisschen Einheimisches? Ja? Wir haben die Basso? Ja, genau, ja. Basso, ja. Frühlingsrollen gegessen. Oh, ja. Ja, das habt ihr auch schon probiert, heißt es dann, ja? Ja. Diese Basso, ne? Gibt es auch zum Frühstück. Ah, schön, ja. Haben wir heute nochmal zum Frühstück gegessen. Und was haben wir noch gegessen? Wir haben dieses... Ich hatte ja diese... Genau. Genau, dann Beef Saté. Und ich hatte... in so einer dunklen Kokosnussmilch. Dunklen Kokosmilch. Schwarze Kokosmilch und dann Hühnchen, glaube ich. Ja. Hühnchen? Könnte auch Beef gewesen sein. Nee, du wolltest mit Chicken. Okay. Hat aber nicht mit Chicken geschmeckt. Das ist jetzt ein Gigi-Strand, ja. Hier liegt das Hotel Sheraton, ja. Mhm. Natürlich, Sheraton hat ja nicht so gleich, wie sagt man, Wert, also wie Sheraton in Europa, sage ich mal. Ne? Also ich meine, vielleicht ist da schon ein bisschen niedrigere Klasse oder sowas. Ne? Ja, also Sheraton, aber das ist auch schon ein gutes Hotel. Ja, also das Hotel wird auch schon viel gebucht. Ja, und war leider auch durch Beben 2008. auch ein bisschen zerstört. Ja, Lobby zum Beispiel ist ja dadurch deswegen renoviert worden, hat so viele Zimmer. Ja, also ist so ein Hotel mit vielen Zimmern. Ja, das ist ja Art Shop, ja, also Artmark, ja, also Kunstmark rechts. Ja, und wir haben hier Asmara, ja, auf der linken Seite. Könnt ihr auch schon probieren, vielleicht heute Abend. Ja. Bisschen was Indonesisches auch kann man da bestellen, nicht nur was Europäisches, ja. Ja, ja, es gehört eine Deutsche, ja. Ja, da kann man Schnitzel bestellen, ja. Nur Schnitzel kann ich zu Hause essen. Genau. Ja. Das ist ja jetzt Zentrum, ja. Ist ein Hotel, ist aber geschlossen, ja, noch geschlossen. Ja. Und hier sieht man auch schon noch Leute mitten der Straße, die sind Spendensammler. Ja. Also wenn irgendwie da eine Moschee aufgebaut wird, ja, dann wird dann normalerweise auch schon da Geld oder Spende gesammelt an der Straße. Leute, die dann vorbeifahren, manchmal holen halt auch ein bisschen spenden, die werfen einfach ein paar Münzen in die Eimer rein, ja. Und ja, und es geht auch schon weit, das gehört noch zu Senggigi, ja. Ist auch schon, das Hotel war auch schon voller Risse nach dem Beben, ja. Ja, aber
Jetzt ist alles wieder neu gestrichen, sieht man ja nicht mehr. Aber normalerweise die kaputten oder die Hotels mit vielen Rissen durchbeben, werden schon nachgeprüft, ja, von irgendwie von Experten. Damals, da waren auch schon Experten aus Australien hier extra gekommen, ja, um alle kaputten Gebäude nach zu prüfen, besonders die noch stehenden Gebäude, die werden nachgeprüft und dann wird von denen auch schon bescheinigt, dass der noch gut ist, ja, noch stabil ist, ja, und dürfen die weiter Geschäft machen, ja. Dürfen weiter dann öffnen, ja. Ja, das ist ja noch leer, noch wenig Menschen. Es ist gerade nach Saison, ne? Es ist noch keine, also noch nicht so viele Touristen bei uns. Ne? Vielleicht kommen die dann erst dann März, ja? Oder April, Mai. Ja? Hauptsaison fängt ja im Juni hier an, ja? Wieder. Ja? Juni aufwärts bis November, ja. Mhm. Ja, und dann normalerweise dann ab November ist ja dann nach Saison, dann kommen aber dann Kreuzfahrt, ja, also zu uns, ja. Aber ja, die AIDA, ja. Kommt ja auch nach Lombok hier, ne? Mhm. AIDA Kreuzfahrt, ne? Das ist so Strandabteil, also Strandteil, wo in Einheimischen hier kommen. Ne? Da sind viele einfache Erwartungen dort. Ne? Die kommen hier auch bei dem Sonnenuntergang, ja? Um den, um der, die Abendsdämmerung ein bisschen zu genießen. Ja? Souvenir Supermarkt haben wir auch links da. Ja, es gibt viele bei uns, dass man auch schon hier Souvenir kaufen kann, ja, zum Mitnehmen, ja, als Mitbringsel vielleicht, ja, als Andenken, Kutsche, also vorne hier, also wird auch schon immer gern benutzt, ja, also gefahren bei uns, ja. Wenn also die kann aber nicht so weit fahren, besonders die
Frauen, ja, also die fahren, also die Haushaltsfrauen, die gerade vom Markt dann zurückkommen, fahren oft dann die Kutsche. Ja, also zurück vielleicht nur 100 Meter, 200 Meter ja, oder vielleicht 1 Kilometer, also für eine kurze Strecke. Strecke, ja. Wir haben gestern einen Lucky Strike gefunden. Ja? Ja. In einem kleinen Geschäft? Ja, ja, also hier an der Tankstelle direkt neben. Ah, da im Minimarkt, ne? Genau. Ja, ja. Ja. Stange gekauft, oder? Ja. Dann gleich richtig.